Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie mit dem integrierten Dienstprogramm HP Smart Storage Administrator ein RAID Array aus Polyan DL380P-G8 Server erstellen und konfigurieren und wie Sie Daten aus einem beschädigten RAID Array, dem P410 Controller, wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. HP Smart Storage Administrator ist ein Tool, mit dem Sie Speichercontroller aus HP Polyan Server schnell konfigurieren und verwalten können. Dieses Dienstprogramm verfügt über eine einfache, intuitive und benutzerfreundliche grafische Oberfläche zum schnellen Erstellen, Erden und Löschen von Speicherarrays auf der Grundlage der auf dem Server installierten physischen Laufwerke. Smart Storage Administrator ersetzt das HP Array Konfigurationsutility und verfügt über eine aktualisierte Basis, die die Speicherfunktionen erweitert. Unser Server hat einen eingebauten Controller für 8 Festplatten und unterstützt die RAID Level 0, 1, 5, 10, 50, 60. Als nächstes zeige ich, wie man damit ein RAID Level 5 Array aus 3 Festplatten erstellt. Für ein besseres Beispiel betrachten Sie, wie Sie es mit einem GUI-Dienstprogramm einrichten und dann ein Betriebssystem auf diesem Laufwerk-Array installieren. Starten Sie den Server neu oder schalten Sie ihn ein. Drücken Sie beim Button nach Abschluss der ILO-Konfigurationsausgabe, wenn die RAID-Controller-Informationen angezeigt werden. Die F5-Taste und die Edge Smart Storage Administrator GUI zu starten. Wählen Sie es im Fenster Group aus der Liste aus und drücken Sie die Eingabetaste. Warten Sie, bis das Dienstprogramm geladen ist und klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf Array Controller Smart Array. Wählen Sie im Menü Smart Array Actions die Option Configure 2 und dann Create Array. Wenn diese Festplatten bereits in einem anderen RAID Array waren, ist die Schaltfläche Create Erstellen nicht verfügbar. Sie müssen das zu verstellte Laufwerk-Array zuerst löschen. Öffnen Sie das zu Logical Device markieren. Sehen Sie, dass die löschende RAID und klicken Sie auf Delete Array, gefolgt von Yes zum Bestätigen und Finish fertigstellen. Bei Bedarf können bereits verwendete Datenträger mit Nullen überschrieben werden. Öffnen Sie dazu den Bereich Unsigned Drive, markieren Sie das gewünschte Laufwerk und wählen Sie unten Erase Drive. Geben Sie die Art des Löschens an und bestätigen Sie mit OK und Yes. Jetzt können Sie ein neues Array erstellen. Das können Sie über diesen Menüpunkt tun. Markieren Sie einfach alle Laufwerke und klicken Sie auf Create Array. Oder Sie können den Abschnitt Smart Array öffnen und dann auf Create Array klicken. Wählen Sie die Festplatten aus denen das Array bestehen soll und klicken Sie auf Create Array, Array erstellen. Geben Sie dann den RAID Level, die Blockgröße und das Volumen an. Verwenden Sie den gesamten Speicherplatz oder stellen Sie einen gewünschten Wert ein. Der Parameter Sektor-Tracks gibt die Anzahl der Sektoren an, aus denen jeden Track besteht. Der Wert 32 deaktiviert MaxBot, 63 aktiviert es, was die Leistung des logischen Volumens verlangsamt. Caching verbessert die Leistung, indem Daten in dem Cache 2 geschrieben werden, anstatt sie direkt auf die logischen Festplatten zu schreiben.
Wählen Sie dann die Initialisierungsmethode. Dies kann die standardmäßige schnelle Methode bei der Blöcke mit Nullen überschreiben werden. Nachdem Sie alle Parameter angegeben haben, klicken Sie auf Grade Logical 3. Überprüfen Sie die Parameter im daraufhin angezeigten Fenster und klicken Sie dann auf Fertigstellen, um den Vorgang abzuschließen. Das neue Array sollte nun im linken Fensterbereich des Hauptfensters erscheinen. Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, wenn ein Laufwerk ausfällt, können Sie vor dem Herunterfahren ein Ersatzlaufwerk hinzufügen. Um ein Ersatzlaufwerk hinzufügen, öffnen Sie den Ersatzlaufwerkmanager. Markieren Sie im nächsten Fenster das Laufwerk und klicken Sie auf Speichern. Das Ersatzlaufwerk wird hinzugefügt. Hier sind die drei Laufwerke, aus denen das Raid aufgebaut ist. Und das vierte Laufwerk unten ist die Reserve. Wenn nun ein Laufwerk ausfällt, baut der Controller das Array mit einem Ersatzlaufwerk neu und informiert Sie, dass eines der Laufwerke ausgetauscht werden muss. Um die Anwendung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen X und Sie werden zum Bildschirm Intelligent Provision weitergeleitet. Klicken Sie in diesem Fenster auf dem Netzschalter in der oberen rechten Ecke und dann auf Neustart-Taste. Als nächstes müssen Sie das Betriebssystem starten und das Laufwerk partitionieren. Wenn Sie ein Betriebssystem installieren müssen, gibt es ein weiteres eingebautes Dienstprogramm namens Intelligent Provision Preference. Drücken Sie beim Button des Servers F10, um es zu starten. Wählen Sie Configure and Install. Continue. Wählen Sie die Familien des zu installierenden Betriebssystems auf der Dropdown-Liste. Wählen Sie die gewünschte Installationsmethode und geben Sie die Ressource des Installationsdatenträgers an. Geben Sie den Pfad zum Betriebssystem Image an. Continue weiter. Stellen Sie die erforderlichen Parameter ein. Geben Sie den Administrator-Login und das Passwort an. Fahren Sie vor das System, warnen Sie, dass alle Daten verloren gehen. Klicken Sie auf Weiter und warten Sie, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist. Über das Menü dieses Programms können Sie den Smart Storage Administrator ausführen, die Softwareversion des Controllers aktualisieren und das System installieren. Als nächstes folgt die Standardinstallation des Systems. Folgen Sie einfach den Schnitten des Installationsprogramms. Der Server erlaubt es Ihnen auch, eine RAID-Array über das Controller-BIOS zu erstellen. In einem der vorherigen Videos habe ich gezeigt, wie Sie ein RAID basierend auf einem Controller von HP erstellen. Dieses Gerätetyp hat ein ähnliches RAID-Setup-Menü. Details finden Sie unter dem Link in der Beschreibung. Um Option ROM Konfiguration für Arrays zu starten, drücken Sie die Taste F8. Klicken Sie auf Array erstellen und geben Sie die Parameter an. Wenn ein RAID-Array beschädigt wird, ein Laufwerk oder ein Betriebssystem ausfällt oder versehentlich gelöscht wird, kann Hetman RAID Recovery Ihnen helfen, verlorene Daten wiederherzustellen. Im Falle einer versehentlichen Löschung brauchen Sie nur das Programm aus Ihren Windows-Servern zu installieren, das Festplatten-Array zu scannen und gelöschte Dateien wiederherzustellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Markieren Sie die verlorenen Dateien und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie den Ordner, in dem die Dateien gespeichert werden sollen und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Dateien in diesem Verzeichnis. Wenn das Betriebssystem auf den RAID-Platten beschädigt ist, können Sie die Daten, die auf den Platten verbleiben, nicht mehr abrufen. Schließen Sie an einen Windows-PC. An und laden Sie Hetman RAID Recovery herunter. Es scannt automatisch die Laufwerke, ruft die Informationen des Laufwerk-Arrays ab und erstellt das Array neu. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Laufwerke zu scannen und neu zu erstellen. Wenn die Software ein RAID nicht oder nicht korrekt erstellt hat, können Sie dies manuell tun. Wenn Sie die Reihenfolge der Festplatten im Array, die Blockgröße, die Blockreihenfolge und andere wichtige Informationen kennen, öffnen Sie den RAID-Konstruktor und erstellen Sie ihn entsprechend den bekannten Parametern. Um ein RAID manuell zu erstellen, müssen Sie den RAID-Builder öffnen, manuell erstellen, wählen und alle bekannten Parameter Ihres RAID eingeben. RAID-Typ, Blockreihenfolge, Blockgröße, wie viele Festplatten in der Gruppe waren, fügen Sie Festplatten hinzu und geben Sie deren Reihenfolge an. Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf Hinzufügen und das Array wird im Datenträgermanager angezeigt. Scannen Sie es und stellen Sie die Daten wieder her. Mit dem Programm können Sie auch bei Fällen der Festplatte Daten wiederherstellen, wenn das RAID selbst dies zulässt. Wie Sie sehen, hat es das Programm in meinem Fall geschafft, die Daten vollständig ohne ein Laufwerk zu finden, da dies das fünfte RAID ist. Weitere Details zu RAID-Levels und Speicher finden Sie in einem der vorherigen Videos, den Link hinterlasse ich in der Beschreibung. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.